Aber der entscheidendste Erkenntnisumschlag dabei ist, dass dieses Selbstbewusstsein, das reflektiert auf sich selbst, in letztlich vierfacher Spiegelkabinettsebene nur entstehen konnte durch Einsichtigmachen dieser ungeheuerlichen Kondition der Existenz auf sich selber, indem es nur durch den Verlust, nur durch die Perhoreszierung des Ausgezuzeltwerdens, des Ausgeworfenwerdens, des Vernichtetwerdens wieder jenen Horror Vacui erzeugte, der das Bewusstsein erst zu einem Bewusstsein machte. Und damit auch die Gegenkonstruktion der Simulation des Noch-Existierens aufrichtete. Man muss kapieren, was das für ein unmöglicher Unfall gewesen war, diese Organizität der Körper in ihrer Nacktweichfleischlichkeit sich selber vergegenwärtigen und sichtbar zu machen, durch gleichzeitige Einführung des notwendigen dreidimensionalen Aufspreizung des Begehrens. Erst das hat überhaupt eine Existenz, die sich selbst wahrnimmt als existierend und sich selbst wahrnimmt als dieser begrenzte, in Raum und Zeit begrenzte, immer nur einzig mögliche Augenblicksmoment innerhalb eines Bühnenbilds, das einen Vorhang besitzt, auf dem, wenn er zugezogen wird, Ende steht, also nur diese einzige Welten-Bühnen-Theateraufführungsebene besitzt. All die Erzeugung von Raum, all die Erzeugung von Zeit, Tod, du Schrecken der Natur, immer rieselt deine Uhr. Nur dieser Horror Vacui, dieser Horror des Ausgezuzeltwerdens, des Wiederverschwindens, indem es durch den Unfall auf sich selber referierte und sich klar wurde, was es ist, dieses nackte, schutzlose, felllose Affenwesen, ausgeworfen in eine Welt des Kairos und der Tüche, der Tücke, des Automaten, des jederzeitigen Erlegtwerdens und des mit Gewissheit an dem Ort Erlegtwerdens, an dem er selbst zum Jäger werden will, um die Ersatzmetonymie Körper zu erzeugen. Aber angesichts dieser Multifunktionsapparaturen der Eucheronta immer schachmatt gesetzt werden wird, all diese Beobachtungsmöglichkeiten der Conditio Humana und die Beobachtung ihrer Beobachtung und die Beobachtung dieses Reflexionsvermögens, sich dessen gewahr zu werden und der Beobachtung, dass dann in der vierten Ebene dieser Zweifel an dem, was wirklich oder verunwirklicht oder simuliert wurde, einschließlich der Bewusstseinserzeugung, die sich oben aufsetzen möchte, um all die anderen tubulären Systeme zu lenken und zu leiten, aber nur durch deren Einbläsung seiner Begriffe, der von Galoppieren gemacht wird,
all diese Vorgänge, die nur beim Menschen stattfanden, und zwar nur, weil das Entsetzlichste des Organizistischen sichtbar gemacht wurde, am eigenen Körper in seinem Auswurf, in seinem zweiten Tod, am Körper der anderen, deren Ausschließlichkeitsbeanspruchung des Uramnions sich auch davon stahl, botschaftsentloben, ohne sich zu erklären, sodass die größte Qual des Seins nicht das Wissen, nicht die Ahnung um das Existieren und auch nicht das Wissen um das Wiederverschwinden, das bodenlose Fallen in einen abgrundlosen, noch ein Abyss, das nicht aufzufüllen ist, die Aphanesis, das Auslaufen, das Ausgezutzelt werden, sondern das genaue Wissen, dass darauf keine Antwort gegeben wird können, wird werden, absichtlicherweise, um eben das oberste Prinzip des Rhizoms der Matrix zu vollziehen, die ewige Wiederkehr des Handelns, der Passionen, Akt all Akt, zu vollziehen, vor dem allzu späten, schnell nochmal ersatzende Metonymen, Ersatz, Entsatzung für den eigenen auszuzüchtenden Leib zu generieren. Und eben der aberwitzige Phänomen, dass man von all dem wissen kann, was dann einen Buddha oder einen Diogenes an den heraklitischen Fluss hocken machen ließ, um diese Phänomenalität zu betrachten unter dem Blickwinkel, sich zu erspüren als diese organizistische Weißwurst, die da darauf wartete, bis der blaue Merlin herausspringen möchte aus dem Meer und Musil 40 Jahre auf seinem Schemel hockend die Antwort zu geben: Nun bist du nicht mehr der Mann ohne Eigenschaften.